Herzlich willkommen zur zweiten Folge über Thüringen 2.0. Wir werden jetzt hier weiterarbeiten, einige Missionen zu machen und unsere Fahrzeuge müssen alle geparkt werden und entsprechend gewartet werden. Das heißt, wir müssen ganz schnell hinlaufen. Später werden wir hier noch ein bisschen ausgestalten. Das Gelände, texturmäßig, Straße erschließen und weiter Anschluss für den Hof. Aber da müssen wir das Geld verdienen, das heißt, die Fahrzeuge müssen nochmal alle arbeiten. Ich habe ein bisschen Zeit investiert, um ein bisschen aufrechter zu fahren. Bin noch nicht ganz fertig. Einige Straßen, einige Felder werden noch fehlen. Straßen sind alle angeschlossen. Leider haben wir wieder Regen. Ohne Ende. So, tanken, packen wir auf. Durch Diesel. So, mal schauen, ob wir alle ganz Fahrzeuge haben. So. Mission. Ich werde mal alle aktivieren. Und dann nachher die Fahrzeuge losschicken. Also sehen wir mal nicht. Düngen. Wir machen mal Düngenaufträge. Jetzt sehr lukrativ da um die Ecke. Da muss ein kleines Feld sein, 28 Düngen. Dann kann ich gleich meine ganze Kursblickkurse testen. Ob man das klappt. Das ist cool, Quatsch, Auralkurse. Viel Arbeit und alles für den Hof. Ausbau. Es war, ich denke mal, ein bisschen viel, was ich jetzt mache. Ich werde es nicht bereuen. So. Gut. Fangen wir 13 an. 13. Das heißt, die Fahrzeuge mal gleich nehmen und hinfahren. Dünger. Wenn wir gleich mal voll machen. Das VW 13 nicht anfangen. Ich denke mal, 13 haben wir auch mit zwei Arbeit oder nur ein. Einer schafft es auch. Von der Menge her. Sauwetter, aber gut, was soll's. War ja jetzt ein bisschen so vorhersehbar. Ich werde jetzt das noch einspielen, weil ich jetzt schon teilweise Zeit vergeudet habe für Kursblickkurse einfahren. Autoreifen, bin durcheinander. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. 13 brauchen wir nicht hinschicken, das ist ein Quatsch. Weil hier im Hof ist er noch ein bisschen, alles ein bisschen. Da habe ich noch wenig Kurse. Also im Prinzip muss ich noch hier was machen. Aber im Grunde will ich ja hier noch eine Straße anbauen. Und dazu muss ich erstmal Terraforming betreiben, ein bisschen ausgleichen auch und dann die Straße entsprechend aufmalen, um in Hoffnung, dass wir da entsprechend Kurs fahren können. Wenn ich da jetzt vorher fahre, ist das riskant, dass ich dann im Prinzip da was baue. Ne? Also die Gebäude sollten schon stehen vorher.
müssen wir alle Düngerstreuer, die wir haben, in Einsatz bringen. Einer steht noch ganz oben, weil bei einem Feld bei uns. Auch den werden wir holen müssen. Jetzt ziehen wir da in der Nähe ein Feld machen. Damit wir da entsprechend jetzt nachher vorankommen. So, 13 haben wir da hier vorne in der Ecke. Das ist ja auch ein Kaufziel von mir, aber das kostet glaube ich 6 Millionen. Also kein Pappenstil. So, da haben wir schon. 13. Also ein ganz komisches Feld. Wo die Mission fertig war, war der Raps wieder weg. Was Raps, glaube ich, oder so, ja. Na egal. Ist ja wurscht. Oder war es weg? 13. Wollen wir doch zwei Fahrzeuge nehmen. Wir noch einen zweiten holen. Ich glaube 13 war vielleicht angeflossen. Ne, glaube ich schon, aber nicht da auf der Ecke. Ich muss ein bisschen rechnen. Wir können die ja schon mal starten lassen, das ist ja nicht so schlimm. Dann holen wir einen zweiten halt dazu. Nur noch klar sein, dass er links fahren muss, ne? Beziehungsweise, dass wir das entsprechend einplanen. So, den zweiten Feuer holen. Ach ne, haben wir hier schon vorne. Bei dem Streuen ist es eine große Gefahr nicht gegeben, dass sie kapieren, weil die Geräte berühren sich ja nicht. Von daher kann er mit vorarbeiten. Wir fahren gleich hinterher. Mit dem Kurs auf rechts. Und dann wird das Feld auch ziemlich zügig durch. Aber wir müssen entsprechend auftanken. Und das ist hier mit ein bisschen mehr wie halb voll, ein bisschen wenig auf den großen Flächen. Wir könnten noch Schlüsseldünger nehmen, zur Not. Das ging ja auch. Aber der kostet viel Geld, ne? Der Schlüsseldünger, ne? Also daher wir das Geld fürs Düngen nicht in den Gesamtbetrag. Also das ist dann ein bisschen ungünstig für uns. Wenn wir Gülle hätten, hätte ich Gülle genommen, aber wir haben keine Gülle. Beziehungsweise wir haben schon, aber zu wenig. Da können wir gleich mal schauen nach den Tieren. Was die so sagen? Ja, wir müssen reagieren bei gut, wir haben genug Gras mit Klage. Die Mutation wird eng, da müssen wir reagieren, sobald wir die Fälle arbeiten. Waren das ja null? Also hier müssen wir rein tun bei den großen Tieren. Hier müssen wir ganz kurz versuchen. Lügen nicht, auch nicht. Das wird er sein. Rechts, passt. Ersten Wegpunkt. Schon mal programmiert. Jetzt geht gleich los zum Feld 13. Bisschen Geld verdienen. Also das muss ein bisschen reinkommen jetzt. Gut, den Düngen mal kaufen. Das war ja das Problem. Dann hier zu Ende. Ja. Und dann haben wir das Kleingeld vom Hof, um da entsprechend weiter ausbauen zu können. Ansonsten müssten wir
Was ich nicht möchte, mit Geld verdiene ich Holz. Also immer ein bisschen zu viel. Ist das jetzt los? Jetzt suchen wir den zweiten Dingersteuer. Holz. Der zweite ist immer so ein Feld. Zwar auf unserem Feld. Das ist gerade ideal. Kann man gleich füttern. Gut, das war's schon. Wir haben eine Silage gekriegt, auch gut. Das ist der zweite Düngerstreuer. Mal gucken. Wir sind hier bei Feld Nummer 4948. Was für eine Mission haben wir da in der Nähe? Hoffe 41. Das heißt, wir müssen mal kurz schauen. 45 haben wir. 41, das passt doch. Finden wir ohne eure Fände, das ist okay. Ja, oh, schon da. Das können wir. Werden mal irgendwann die Kurse aufspeichern. Ja, ich wollte. Dann machen wir ein Fahrzeug, das reicht. Ist der. Dann können wir das gleich mal schauen. Zu unserem Hof. Weil hier müssen die Fahrzeuge gewartet werden. Jetzt arbeiten drei Geräte, das reicht erstmal. Wenn wir dann noch Langeweile haben, können wir noch ein paar Seemissionen durchführen. Aber da muss ich schauen. Das sind gerade Kartoffeln sind, ne? So eine Zeit haben wir nicht. Deswegen. Ne, warten wollen wir nicht. Wir wollen reparieren. Zurück. So. Repariert ist er. So, wir werden am besten auffüllen, das ist gleich erledigt. Dann können wir das nächste Fahrzeug schnappen. Ich habe so viele Fahrzeuge. Ja, unser Pickup hier. Den Kurs einfahren. Der ist repariert. Mit Pflegebereifung. Den könnten wir alles zum Händler schicken. Aber Händler habe ich keinen Punkt drin. Ja. Gibt da was in der Nähe? Ja, stimmt. Shop ist. Können wir 27 nehmen. Mal als Test. Das ist die grobe Richtung, also dann kann man keinen anderen fahren. Wir können gleich da am Punkt sitzen. So, was wollte ich jetzt? Der nächste Reparatur an.
So eine Düngemission, da wollen wir noch ein Fahrzeug hochschicken, ne? Ups. Neue Felge gewollt. Tanken? Ja, tanken sie auch. Klar, Diesel. So. Ja, wenn ich mitgekommen habe, ich plane ein bisschen voranzukommen, weil dafür haben wir noch eine ganze Aktion. Ich kann euch nicht genau versprechen, ob das durchhalte. Zeitlich. Aber mal schauen. Das ist einfach mal ein Test. Wenn es zeitlich hinkommt. Im Winter ist ja eher möglich als im Sommer. Dann ziehen wir das durch. Aber ich behalte mir vor, das Wiederzeit zu reduzieren auf 1 Stunde pro Tag pro Serie. Ich muss schauen, wie das angenommen wird. Ne, als Dankmann für den Zuschauer. Zum Zuschauen. Oder fürs Zuschauen, kann man so. Weil mit einer Folge pro Tag, da kommt man nicht weit. Das heißt, bevor der nächste LS kommt, möchte ich zumindest ganz grob alles hier haben, ne? Oder fast alles. Aber gut, es geht aber nur, wenn wir reichlich durchziehen, ne? Also ich weiß, das ist viel zu schauen, ne? Da haben wir gucken, dass ich auch die Folgen etwa die Zeit einhalte, also das Ziel, also 20 Minuten ungefähr. Wenn die wir eher auf 15, aber aktuell mache ich mal 20. Wenn euch aufgefallen ist, die Folgen werden jetzt einer besseren Qualität hochgeladen. Zwar auf 2K. Ich weiß, dass viele keine 2K-Monitor haben oder 4K. Aber es ist auch bei HD eine bessere Qualität, weil ich einen Code kriege. Also das dient halt dazu, dass das die Qualität in HD besser wird. Und das geht nur über den Umweg über 2K hochladen, weil die Bitrate da entsprechend höher ist als bei HD. Und zwar das Doppelte. Und das macht sich damit bemerkbar. Ne? Bei YouTube macht alles normal, wird es auf 12 Bits runter skalieren. Das heißt, ich kann hochladen, was ich will. Das sieht dann immer hinterher in Anführungszeichen nicht so schön aus. Erst wenn ein YouTuber ein bisschen länger dabei ist und größer ist, hat er einen besseren Codec und hat dann auch ein besseres Qualität. Aber ich habe zur Zeit eine schlechte Qualität. Also, was mir so aufgefallen ist, weil ich gesagt habe, mehr Gigabyte, also es wird nicht besser. Und da bin ich über ein YouTube gestoßen, in diesem Hinweis von 2K. Und da habe ich mir gedacht, das teste ich mal aus. Habe es mehrmal getestet, also separat nicht aufgenommen. Die jetzt hier nicht so gut zu sehen sind. Weil ich in der Einstellung gearbeitet habe und in der Bildbearbeitung. Ich tue zwar nur Skal, also Renderprinzip und sich das. Also original habe ich ja ungefähr 7-8 GB Aufnahme. Das würde mir YouTube zu hoch skalieren. Und darum lade ich auch nur 500 Daumen hier. Ja, das kann ich gut sein. Ich sag mal viel zu den Videos, wir sehen uns dann vielleicht bald wieder. Bis daher. Tschüss.